Meine Damen und Herren, manche unserer politischen Gegner können es sich nicht verkneifen, uns in der Zuwanderungsdebatte in die rechtsextreme Ecke zu rücken. Nur weil wir im Zusammenhang mit der Zuwanderung auf die Gefahr von Parallelgesellschaften aufmerksam machen. Das, liebe Freunde, ist der Gipfel der Verlogenheit. Und eine solche Scheinheiligkeit wird vor den Menschen wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Deshalb werden wir auch weiter für eine geregelte Zuwanderung und für eine geregelte Steuerung und für eine Begrenzung der Zuwanderung eintreten und diese fordern. Meine Damen und Herren, ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie Frau Merkel so viel Beifall spenden, wie Sie es gerade getan haben. Denn das, was ich hier jetzt vorgetragen habe, war ein Zitat von Frau Merkel aus ihrer Rede auf dem Leipziger Parteitag im Jahre 2005.